Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 2. Wir sind auf Skep Island unterwegs und sind gerade in dem verschlafenen Piratennest Woodtick angekommen. Wollen uns hier ein bisschen umschauen, aber eigentlich wollen wir nur ganz schnell runter von der Insel, um den legendären Schatz Big Whoop zu suchen, wo wir gar keine Ahnung haben, wo wir anfangen sollen zu suchen, aber das ist halt typisch Guybrush Threepwood. Ich muss den Namen ganz langsam aussprechen, sonst verknotet sich meine Zunge. Aber wir kommen hier nicht weg, denn der Lago, dieser fiese Arsch, hat ein Embargo verhängt, weil der irgendwie hier das Sagen hat, weil alle Angst vor ihm haben. Das liegt zum Teil daran, dass er LeChuck im Rücken hat. Er selber ist einfach ein kleiner Wurzelzwerg, der eigentlich nichts auf dem Kasten hat. Aber die Leute trauen sich halt nicht so wirklich. So, dann schauen wir uns mal weiter um. Ich habe übrigens was vergessen. Ich wollte euch ja den Retro-Modus zeigen. Dafür vielen Dank an Charlie876. Der hat mich nochmal dran erinnert. Ich werde wahrscheinlich auch selber dran gedacht, aber ich wollte ihn auch an dieser Stelle nochmal grüßen. Und sieht das Ganze so aus. So sah das anno 1991 aus. Ein deutlicher Unterschied, möchte ich meinen. Aber man darf nicht vergessen, das ist aber auch schon ewig und drei Tage her, ne? Wenn man das mal ausrechnet, ne? In Jahren und so. Ich bin jetzt mathematisch nicht so versiert, deswegen rechne ich das jetzt nicht aus. Aber ihr könnt euch das ja mal im Kopf durchrechnen. Das ist schon sehr, sehr alt, das Spiel. Und ja, ich könnte jetzt ein paar Drinks vertragen. Hauen wir uns mal ein bisschen was hinter die Binde. In der Bloody Lip. The Bloody Lip Bar and Grill. Oh, dann mal los. Mal gucken, was es da auf der Speisekarte gibt. Oh, da ist schon der Barkeeper, der auf sehr hygienische Art und Weise seine Gläser reinigt mit der eigenen Spucke. Ich meine, auf die ist ja auch verlassen, ne? Die eigene Spucke. Da kriegt man die Dinger ja auch porentief rein. Widerlich. Und vor allem grüne Spucke. Wie bekommt man denn grüne Spucke? Was für eine Krankheit muss man denn dann haben? What is he using to clean those glasses? Ja, was total Nettes. Sehr appetitlich. Ich bekomme direkt Durst auf den Grog. Excuse me. Yeah, boy? Yeah, boy! How's business? It's just terrible. No one ever comes down here anymore. Largo's got all my regulars spooked. You know, I can mix any drink there is. Make anything you could name. But I can't make the one thing that could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Largo LeGrand. That's you that Penner show. Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. So ein Flegel. Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow. Or we might have to move this dump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. Boy, you just gave him all your money? I don't want to talk about it. Ey, das ist echt so ein kleiner, echt, also den kannst du echt nur links und rechts, den muss man mal die Hammelbeine langziehen, den muss man mal erziehen, diesen Burschen. Der hat keine gute Kinderstube genossen, ey. Also wir werden uns um das Problem auf jeden Fall noch kümmern müssen. Ja, eine Voodoo-Puppe, das wurde jetzt schon zum zweiten Mal erwähnt. Der Typ, der Zimmermann, der hat es auch schon gesagt, das heißt, wir müssen irgendwie an eine Voodoo-Puppe kommen, schätze ich mal, sonst würden sie nicht alle erwähnen, oder? 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 Ist ja logisch. Ich war aber noch nicht ganz fertig, mein lieber Barkeeper. Excuse me. Yeah, boy? Sieht so ein bisschen aus wie der Besitzer einer Frittenbude, finde ich. So auch dieses fettige Haar und so, das würde ganz gut passen. Ja, ein Grog bitte. Grog, please. Shaken, not stirred. Maybe you'd like a Shirley Temple instead. I'm old enough. Look at my beard. Ha! That's the oldest trick in the book. Tell you what, I'll let you have some near grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul tasting as that stuff grown-ups drink. Right on. Oh, wait. What am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Rats. Of course, if you have some ID. Ja, also, den muss ich in meiner anderen Hose haben. I must have left my ID in my other pants. You'll have to do better than that. No ID, no service. Jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Guybrush, der sieht ja wohl was, also sowas von volljährig aus, aber sowas von, also wie ein richtiger Frauenscham, Scham. Also Scham habe ich auch, Mann. Also wirklich, also das glaube ich ja wohl nicht. Also mindestens Mitte 30, Ende 40, Anfang 50, also irgendwas dazwischen, also auf jeden Fall. Excuse me. Yeah, boy? Ja, wer ist denn diese Kate, die mir einfach meinen beinahe Grog geklaut hat? Who is this Kate person? Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Tough as steel, sharp as nails. She rents her ship out.
Does some freelance pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Nö, hab ich auch nicht vor. Willst du mal meine Narbe sehen? Wanna see my scar? Depends. Is there a good story behind it? As a matter of fact, there is. It's a story of the ghost pirate LeChuck and his gruesome demise. Heard it. This is the one where he drinks too much root beer and burps so hard he explodes, right? Not exactly. Frankly, I don't care much for stories that promote moderation in drinking. I do have a business to run, you know. Ja, ja, dann hau mal rein. Nice place you have here. Well, see ya. Na gut, dann mach mal weiter mit deinen wichtigen Geschäften. Du hast ja auch total viele Gäste. Naja, hier ist die Spucke an der Wand. Ja, das ist ja auch höchst interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt was zum Abschaben, ich würde es natürlich direkt mitnehmen. Könnte man immer ja mal gebrauchen. Was haben wir hier, ein Werbeschild? It reads Jojo. Appearing nightly, no cover charge. Oh, da muss ich ja unbedingt mal die Vorstellung genießen. Better leave it there. Don't want to hurt business. Jojo, ist ein schöner Name. Oh, ein Metronom. Und wenn mich nicht alles täuscht, dient ein Metronom dazu, um beim Klavierspielen den Takt anzugeben. Ja, liebe Freunde, ich kenne mich total aus im Business. Ne, überhaupt nicht. Ich habe auch nie Klavier gespielt. Gott sei Dank haben mich meine Eltern nicht mit Klavierunterricht belästigt. Vielleicht wäre ja noch was aus mir geworden. I should have listened to my mother. I should have practiced. Ja, ja. I should have listened to my mother. I should have practiced. Okay, er kann das nicht. Ich hätte jetzt gehofft, dass er die Mondscheinsonate oder so spielt. Die mag ich sehr gerne. It's a metronome. No thanks. Too many bad memories of piano lessons. Viele Kinder haben da böse Erinnerungen dran, wenn sie gezwungen wurden, ein Instrument zu lernen. Ist ja oftmals so. Viele Kinder haben dann so einen straffen Zeitplan und Terminplan, dass sie neben Sport und Musik und Sprachen gar keine Freizeit mehr haben. Habe ich letztens erst wieder eine Story gehört. Ach ja, schon traurig. Man muss seine Kindheit schon so ein bisschen mit... Ja, wie soll ich sagen? Man muss sie schon als Kind verbringen. Was haben wir denn hier drin? War ich da schon? Ja, da war ich schon. Da ist ja Wally. Here, Monocle. Here, boy. Der immer noch sein Monocle sucht. Also sein Monokel. Da hat auch schon jemand in den Kommentaren sein Mitleid darüber bekundschaftet. Ich glaube, das war The Clio? Clio 64, kann das sein? Derjenige, der auch wollte, dass ich Turok mal spiele. Turok, ja, kommt irgendwann. Bestimmt, weil da habe ich auch Bock drauf. Aber ich weiß nicht wann. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein, mieten uns ein Zimmer oder so. Das ist, glaube ich, nämlich das Hotel hier. Ein Hotelschiff. Sehr schön. Das gefällt mir. Ach, der Hotelier, der sieht ja aus wie Lenzen und Partner, also der Lenzen. Ja, so ein Bart möchte ich mir auch mal kultivieren. Busy guy. Und hier ist ein Krokodil, ein Alligator. Uiuiui. Excuse me, I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. Sorry, ich mag die verschiedenen Dialekte oder Akzente, wie auch immer man das im Englischen ausdrückt. Finde ich super. Only one guest. Yes, but that dang Largo eats like 30. Das kann ich mir gut vorstellen. Ein Alligator, oh wie süß, den kann ich sogar ziehen. Oh, isn't that cute? Oh, isn't that cute. Kann ich ihn auch drücken? I could lose a finger doing that. Ach, mach doch nichts. Dann halt nicht. Oh, isn't that cute? Oh. Oh, isn't that cute? Oh. Oh, isn't that cute? Oh. Oh, isn't that cute? Ganz großes Herzchen. Ich bin nicht homosexuell. So cute, ich wollte schon sagen, so cute, so süß finde ich den gar nicht. Naja, ist ja auch egal. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Eine Hotspot-Anzeige gibt es hier nämlich nicht, scheinbar. Ich weiß nicht wo, ich könnte jetzt nachgucken, tue ich aber nicht. Wenn ich nicht weiß, wo die ist, dann benutze ich sie auch nicht. Ist vielleicht mal ganz gut. Eine Glocke, oh, darf ich mit rumspielen. Nice. Nice. I don't think I'd get away with that. Warum nicht? Kann ich da denn rein? Hold it right there. That's a private room. No going up there. Ich glaube, das ist der Raum von Largo. Wenn mich nicht alles täuscht. Na gut, hier können wir nichts anfangen. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Habe ich eigentlich irgendwas in der Kneipe vergessen? Ich glaube schon. Wir gehen da mal ganz kurz nochmal rein in die Luke. Ob ich da wirklich alles mitgenommen habe. Außerdem mochte ich die Gesellschaft von dem Barkeeper. Der war so sympathisch, wie er da seine Gläser putzt. Alkohol! Das ist Alkohol. Nice. Nice, ja. Das hast du noch nie in deinem Leben gesehen, mein lieber Guybrush. Aber er ist auch noch nicht lange Pirat und ist auch noch nicht lange auf Kaperfahrt unterwegs, muss man dazu sagen. Er muss noch ein Mann werden. Aber wir wollen jetzt keinen Alkoholrausch. Wir wollen uns ja jetzt hier aufs Spiel konzentrieren. Dann gehen wir mal da hoch. Da sind auch irgendwie drei komische Leute. Die wir im Übrigen schon aus dem ersten Teil kennen von Monkey Island.
Die haben es ja auch irgendwie in den zweiten geschafft. Habe ich überhaupt schon erwähnt, dass der zweite Teil mein Lieblingsteil ist? Ich glaube nicht. Dem sei jetzt, also, ich habe es jetzt getan. Da ist eine Ratte. Da fallen mir doch dreckige Dinge ein. Oh, der Wäschereiarbeiter. Oh, der ist spitze. Den müssen wir uns leider mal geben. Aber erstmal reden wir hier mit den Männern ohne Moral. Ja, das sehen da, also die sehen nach hart arbeitenden Piraten aus. Die warten nur darauf, irgendein anderes Schiff zu überfallen. Die müsste ich eigentlich mal engagieren. They're sleeping peacefully. Wollen wir mal aufwecken. What is it? Oh, hi, lange nicht gesehen. Long time no see. Do we know you? Ja. Was nehmen wir denn mal? I'm Guybrush, the man who rid the world of LeChuck. Sure you are. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? Guybrush, wenn ich bitten darf. Ja, und die haben mir halt im ersten Teil versucht, eine gefälschte Karte anzudrehen. What happened to your leg? It happened during a performance. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. The sacking lunch. It was quite lucrative. Okay. What does this have to do with performing? I'm getting to that. The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. So, we sold him the business. Tatsächlich. Yeah? We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats. We wanted to take passengers on sightseeing trips. And search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Und ich habe gehört, das soll Inky Island gewesen sein. Kann man ja schon mal verwechseln. Big Whoop? I'm looking for that too. Well, I hope your luck is better than ours. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so we just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny desert island. Ja, Trottel. Übrigens finde ich das sehr unangemessen, wie er hier herumläuft, baufrei. Ich meine, der kann es nun wirklich nicht tragen. Da sollte man ihm vielleicht mal dezent darauf hinweisen. Ja, wann kommt jetzt genau? Wann kommt der Teil mit der Performance? Performance. Pomeranze. Performance. When do we get to the performing part? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. That you're a pack of loonies? He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. But when he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmith's and polish it for me? Warum sollte ich das denn jetzt tun? Außerdem sehr schön, was für philosophische Gedanken ihr in den Kopf gesetzt bekommen habt. Das sollte den Katharin ja sehr freuen, aber ich weiß gar nicht, ob er das Projekt schaut. Der alte Philosophiestudent. Ja, dann gib mir das Geld. Komm, hau raus. Give me money for the polish. Okay. Okay. Ist das eure Ratte? Ja, ja, der hatte die auch schon im ersten Teil. Da ist er ganz versessen drauf. Is that your rat? Yes. We call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. Das ist ja wahnsinnig kreativ. What are you guys doing up there? We're performing. That's right. Performing. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. How come you have to perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation. So to speak. Right, right. Ah ja, aber ich glaube, ihr überseht den Symbolismus, den ihr durch eure Nähe zur Erde herstellen könntet. I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the Earth. But... All right, you got us. We're really up here because... Well, we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Totale Dummheit? Stupidity? It's the opposite of acrophobia. Something like... Orcaphobia. Angst, dass dieses Spiel noch ein tieferes Niveau erreicht.
Ja, das glaube ich auch. Sounds more like workaphobia to me. Say what you will, we're not coming down. Die Jungs haben echt Pech, dass es noch kein Hartz IV gibt hier in dieser Welt. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Ein Bier auf Hartz IV, ein Korn auf die Reform. Ja, nicht, dass ich diese Einstellung jetzt wirklich teilen würde. Ja, die Männer ohne Moral, die sind sehr arbeitsscheu. Aber das macht nichts. Lassen wir sie mal weiter selig schlummern und reden mit der Wäschereikraft. Der sieht ja auch sehr interessant aus. Ach, einmal will ich ganz kurz in den Retro-Modus schauen. Oh, der wirkt aber wesentlich schlanker, muss ich sagen. Naja, egal. Dann reden wir doch mal mit dem Kerl. He looks nice enough. Ja, das sieht aus wie ein richtig uriger, netter Opa. Was wissen Sie über Largo Legrand? What do you know about Largo Legrand? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean, clean, clean. Ja, der Witz bei dem ist halt, dass er ein bisschen schwerhörig ist und immer alles falsch versteht. Wer sind Sie denn? Who are you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm Mad Marty. I'm mad about getting your clothes as clean as they can be. Mad Marty. Ja, da habe ich mal eine technische Frage. Kriegen Sie auch Grasflecken raus? I've got a laundry-type question. Shoot. Ja, Ketchupflecken sind ja auch immer ganz hartnäckig oder Senfflecken. Was ganz schlimm ist, sind ja Fettflecken, habe ich ja festgestellt in meiner Laufbahn. Da können wir ja mal drüber philosophieren, das ist ja ein ganz interessantes Thema. Oder auch Rotweinflecken, da sagt man ja immer, man soll Salz drauf machen. Das glaube ich aber ist totaler Bullshit, oder? Das wird ja immer gesagt irgendwie. Das ist ja so eine alte, so ein altes Hausmütterchen-Rezept. Rezept. Naja. Would you be able to get out ketchup? Get out ketchup? What do you want me to do? Nothing. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Boah, wurde gestohlen. It was stolen. Taking it bowling was a dumb thing to do. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Ja, selbstverständlich. Nee, gar nicht. Viel in meinem Grog und Schmolz. Ja, wenn ich mal Grog bekommen würde. I dropped it in my grog and it melted. Log welted it? Well, now that is a good excuse. But I can't give you your clothes without a claim ticket. Scheiße, ich will doch was abholen jetzt. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Sure thing. I must have left it in my other pants. Why'd you trade it for chocolate-covered ants? Das ist echt Hammer, oder? I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Aber das ist zum Beispiel jetzt so ein Witz, den kannst du ins Deutsche auch wirklich kaum übertragen. Das ist nämlich ein bisschen schwierig, weil sich das ja einigermaßen dann gleich anhören muss, damit er es überhaupt falsch verstehen kann. Ist wie stille Post, da geht ja auch mal ein bisschen was auf dem Weg flöten. Mom threw it out when she cleaned my room. What? You beat your mom with a broom? You should treat her better than that. I'd like to pick up some clothes. Yeah, ja, da spiel ich immer mal jetzt weiter. Sonny. Ja, ja. I lost it while being keel-hauled. Your dog got mauled? What does that have to do with a claim ticket? Oh, never mind. Ich glaube, ich gebe langsam auf. Ja, technische Frage. I've got a laundry-type question. Shoot. Ich habe ja oft das Problem, das kennt man ja eventuell, obenrum passt's, aber untenrum ist es dann zu lang. Was macht man denn da? Natürlich die Hosenbeine kürzen. Do you do alterations here? Alterations? You mean change the numbers on your food stamps? You got some nerve. I'm sorry. Very sorry. Na gut, das hilft uns erstmal nicht weiter. Wir gehen mal wieder. Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Dieser herrliche Part ist sowieso erstmal zu Ende. Ja, wir haben uns mit allerlei verrückten Leuten unterhalten und stellen relativ schnell fest, hier auf dieser Insel leben nur irre, verrückte, kranke, bescheuerte Lenzen- und Partnertypen, irgendwelche Wäschereimitarbeiter, die nicht richtig hören können, Männer ohne Moral, ein Barkeeper, der seine Gläser mit Spucke reinigt. Also irgendwie ist das alles hier nicht ganz koscher. Und natürlich Largo, der einfach nur nervt. Aber wir werden mal sehen, ob wir das irgendwie hinbekommen, den loszuwerden, ob wir irgendwie an eine Voodoo-Puppe vielleicht kommen. Die Insel ist ja noch größer. Woodtick ist nicht der einzige Ort, den wir besuchen können. Im nächsten Part geht's auf jeden Fall weiter. Ich freue mich darauf, ihr hoffentlich auch. Auf Wiedersehen, euer Arkus. Tschüss.